Okay, wir haben Sommer. Ich habe gut geändert, muss ich ja mal sagen. Das passt. Ja. Deko? Ich weiß, was ich machen wollte. Schäfchens, ich brauche doch Wolle. Da ist es wieder. Ich brauche doch ganz, ganz, ganz viel Wolle für diese Straßenlaternen, weil ich die mit am besten finde. Die machen schönes Licht. Da war was. Mal gucken. Ich hoffe, es hält durch. Ne, mein Bildschirm macht manchmal, wenn ich irgendeine Anwendung schließe oder irgendeine Software, dass der kurz so Helligkeitsprobleme bekommt. Einen kurzen Moment. Und hier herausgefunden, woran es liegt. Weil es halt kurz wahrscheinlich, weil ich immer zu viel umstelle und so. Das hier habe ich ja noch mit als letztes gemacht. Wo ich mir noch nicht sicher bin mit den Feuerkörben, ne? Irgendjemand steht hinter mir. Ich stehe mir doch nicht im Weg rum, Alpreda. Nee, ich habe keinen Asus-Monitor. Der, den ich meine, ist von Philips. Ich kenne Personen mit Asus 2, also zwei 4K-Dinger, die da angeschlossen sind. Die sind schon recht alt. Die machen da auf jeden Fall, die ich kenne. Ich habe die nicht. Ich habe nur ein Philips-Ding da. Die machen keine Probleme, falls jetzt auf Asus sagen wollte, dass Asus Probleme macht. Also ich weiß nur, die eine Person hat zwei so eine, irgendwelche so eine Gaming-Dinger, glaube ich. Mein 4K-Ding ist von Philips. Ein älteres Modell. Also es ist schon. Nee, ich glaube, es ist noch keine 2 Jahre. Wie lange streame ich schon? Noch keine 2 Jahre, oder? Weil ich glaube, den Bildschirm habe ich mir geholt, als ich mir meinen Rechner geholt habe. Und es ist gleich noch keine 2 Jahre her. Wäre noch Garantie drauf. Genau, ich habe hier nämlich kleine Ziegen. Und ich würde gleich mal Schäfchen holen, wenn ich Kohle habe. Obwohl ich habe Kohle. Ich erinnere mich, ich habe Eisenmesser verkauft. Dann hätte ich nämlich erstmal, wäre es hier voller und ich hätte Wolle. Dass er mit einer zu hohen Herz so läuft, mit der eigentlich ausgelegt sein sollte. Wie das? Wie das? Ich war eigentlich so zufrieden. Der war, meiner war jetzt, ich habe jetzt hier nicht das teuerste Modell oder sowas. Es ist eher so im mittelklassigen Bereich, aber nur weil es teuer ist, ist es nicht besser. Ich habe da mich mal informiert und eigentlich dachte ich ja mal gucken. Und mein anderer Bildschirm, der ist älter, viel älter, der hat nie Probleme. Der ist richtig robust, da kann was gegenfallen. Der ist Bombe. Es ist auch nur ein HD. Oder QHD sogar, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, nee, nur sogar HD kann sein. Nur auf 100 statt auf 144, okay. Macht doch nicht immer eure Monitore kaputt. Ich bin mal hierbei auch gespannt, was der macht. Ob das hier noch zu Stress führt oder nicht. Ich brauche Wolle. Und ein paar Schäfchens. Kann ich die nicht so oberdern? Nee, nicht X. G. Das war laut. Muss ich auch noch ändern. Ich will mit X mein Tier rufen. Es muss schon in allen Games gleich sein. Jetzt aber habe ich. Es schreckt mich doch nicht so. Alotta. Ich muss nämlich einmal. Schäfchen gab es hier unten in dem Anglerdorf. Dorthin reiten. Und nur einen kleinen Ausflug. Ich könnte dann auch direkt einmal Wolle kaufen, weil man braucht richtig viel für Wollgarn. Dann hätte ich die Straßenlaternen noch.
Ach, schön. Eine Runde reiten. November sind es bei mir 2 Jahre. Dann hätte ich hier noch garantiert drauf. Weil mein Rechner, den habe ich im September. Ja, ich glaube September. Gut. Ich weiß halt nicht, den Monitor. Kann das sein, dass ich den da schon hatte? Ich habe so einen alten Gaming-Laptop vorgehabt. Den habe ich auch noch. Also ich benutze den auch noch, den Laptop für. Einzigen Laptop, den ich habe für Uni. Ich weiß nicht, ob ich mir da ein Bildchen geholt habe wegen dem Gaming-Laptop. Also einen. Ich glaube nicht. Ich glaube, den habe ich geholt mit dem Rechner. Gute Frage. Müsste ich nachschauen. Tja. Diese Garantiegeschichte, ne? Das ist genauso, wie ich eigentlich die Kopfhörer wechseln möchte. Ich hätte noch andere. Ich habe nur keinen Bock, das einzustellen. Da müsste ich mich wieder mit der Soundkarte beschäftigen. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Aber die haben nicht nur Wackelkontakt, die Kopfhörer, die ich habe. Da löst sich jetzt auch das Polster so auf. Die sind sehr, sehr, sehr alt. Da ist schon richtig lang die Garantie abgelaufen. Ich bin nur manchmal sehr bequem und habe keinen Bock, Sachen zu ändern. Naja. Ich glaube, der Sound wäre dann sogar. Egal. Kann sogar sein, dass er eigentlich besser wäre, wenn ich das mal über die andere Soundkarte laufen lasse. Naja, werde ich noch immer verfolgt? Wird hier stressig. Lotta ist auch erschöpft. Ich verdurste und verhungere. Ich komme gleich. Wir sind bereit zu einem Anglerdorf. Da gibt es Wasser. Ich bekomme keine Krümel ins Ohr. Deshalb habe ich lange Haare. Das ist quasi der Schutzvorhang. In anders. Sieht hier auch schick aus, ne? Ah, ich erinnere mich. Das habe ich mir hier auch einmal angeschaut, ob ich hier bauen wollen würde. Das ist ja aber noch steiniger als da, wo ich an dem See bin. Zu bequem, bis der innere Monk einen Nervenzusammenbruch bekommt. Ja, das mache ich dann auch immer so. Und der Nervenzusammenbruch ist meistens dann eher so 3 Uhr morgens, damit es richtig lohnt. Und dann machst du auch noch gleich alles andere. Es muss sich richtig lohnen, der Nervenzusammenbruch. Sonst macht das keinen Spaß. So sieht es nämlich aus. Anstelle vom langen Headset einfach lange Haare. Anstelle vom neuen Headset einfach lange Haare wachsen. Ja. Wie macht ihr das? So macht man das. So habe ich das. Ja. Alles andere wäre falsch. Man muss nur wissen, wie. Ich komme da noch lebend an. Bin nur zu faul, jetzt zwischendurch einmal abzusteigen. Alles an Frisuren. Man muss ja auch herausfinden, ne, mit was man, weiß ich nicht, zufrieden ist. Oder was man mag. Ich dachte auch so, nächstes Mal einmal Haare abschneiden. Weil da hat man weniger Stress. Man hat wirklich weniger Stress. Der ist so ein kleines Bächlein lang. Ja, zu essen habe ich aber nichts mitgenommen, oder? Rein zufällig? Okay, ich erleg mir was.
Was zu essen? Ganz spontan. Ich würde gerne Häschen nehmen oder so. Ich will nicht ein ganzes Hirschding erlegen. So einen ganzen Hirsch erlegen jetzt, oder wie? Da ist ein Wolf. Nehmen wir den Wolf. Der greift mich eh gleich an. Achtung. Wollte gerade sagen. Das war volle Kanne in den Po. Und nochmal. Noch ein. So weit kam der mir auch hinterher. Krass. Dich nicht mit mir an. Besonders nicht, wenn ich scheinbar Hunger habe. Nee, kenne ich nicht. Das Point and Click. Ich weiß doch, ich kenne nicht so viele Spiele. Viele Games, ich bräuchte auch noch ein paar Stöcke und würde kurz die Sachen hier grillen, damit ich nicht verhungere. Was macht man nicht alles? Ich habe kein Picknick mitgenommen, ich veranstalte mein eigenes Picknick. War leider nicht so gut vorbereitet. Jetzt will ich Tollkirschen, ich wollte die Zweige. Auch ein paar mehr. Mal gucken, ich wollte zwar als Point and Click, hatte ich überlegt, irgendwann das zweite Deponia-Ding zu zocken. Aber Point and Clicks gehen ja auch von der Story her, ist es ja nicht so ein 80-Stunden-Game. Da kann man das auch mal zwischendurch machen. Im Generellen. Also, ich will ein Lagerfeuer. Da. Das vergessen. Aber wie immer keine Fackel, oder? Doch. Um zu glauben. Einmal Fleisch oder auch 10-mal. Da passt ja, ich brauche 10 Stück Fleisch. Damit wir wieder halbwegs fit werden. Oder nur 7-mal Fleisch. Ihr wisst ja, einen halben Ochsen. Survival Game. Sonst lohnt sich das nicht. Zwei Wände aufgestellt, halben Ochsen essen. Kurz mal hier ein bisschen unterwegs. Brauchen wir auch einen halben Ochsen. Okay, weiter geht's. Bin ja fast da. Ich habe mich nur leider nicht auf die Reise gut vorbereitet. Banditenlager? Ein verlassenes Lager. Mal gucken. Könnt ihr Sachen verkaufen? Hopfensetzling. Zwei Stück. Davon habe ich letztens noch welche gekauft. Und Geld ausgegeben. Also noch mehr Hopfen brauche ich bestimmt nicht. Apfelwein. Gut. Wollte ich nicht. Fantastisch. Gürteltasche. Habe ich eigentlich. Wartet mal. Nee, ich habe sowas um. Okay, ich wollte gerade sagen. Steinspitzhacke. Ich würde die Sachen gleich verkaufen, wenn ich da bin. Zinnerz? Das vielleicht nicht, weil für manche Deko-Sachen brauchen wir Zinn und ich organisiere mir das nicht aus der Mine. Nur Eisen und Stein. Nö, hab alles. Okay. Passt doch. War nicht vorbereitet, heute mit die Wildeinisse zu spielen, aber hier komme ich immer wieder rein. Wann ist eigentlich. Ach nee, nee, das ist noch.
Es ist was geplant, was jetzt gemacht wird, aber das nächste Update, na, das dauert noch ein bisschen, weil als das Konsolen-Update rauskam für Medieval Dynasty. Ich finde es aber ganz cool, dass sie ja trotzdem noch so recht viele Sachen machen, obwohl es ja aus dem Early Access raus ist. Ohne Aufpreis. Also sie hätten ja auch einfach aus der Map sagen können, wir machen DLC, kauft es euch für, keine Ahnung, 20 Euro. Aber Ubisoft oder so wäre es vielleicht 20 Euro. Nee, da wäre es mehr. Ihr wisst, was ich meine. Andere machen das ja auch und sagen ja, okay, richtig viel Inhalt. Für 2,99 machen ja auch manche oder sowas. Damit sich vielleicht nochmal der Aufwand lohnt, weil man immer nicht weiß, ob nochmal neue Personen sich das Spiel kaufen würden, ne? Ist gar nicht, wie teuer auch Medieval Dynasty ist, davon abgesehen. So, ich muss die Person wieder mit den Schäfchens finden hier. Ich mag das Dorf übrigens sehr und ich finde es sehr schade, dass wir so nicht bauen können. Das wird hier später Venedig. Da hinten. Da sind die Schäfchens. €5 für einen Punkt in der Mitte. Ach, wie gut, dass es dafür Mods gibt. So, ein männliches Lamm. Und ein weibliches Lämmchen. Da, 260. Schick, freue ich mich. Wenn ich schon hier bin, vielleicht noch Dorfbewohner. Ich habe keine Hütte gebaut, ne? Ich habe zwar irgendwo Platz. Ja, hier. Ich brauche ja die Leute. Ich habe auch niemanden in der Schenke drin und ich habe richtig viel Hopfen. Wir könnten Bier mal brauen. Was ist denn hier drin? Adelina 21. Die wird dann schwanger. Adelina 21. Kann mal schauen, was es hier so gibt. Ja, ich nenne es, was es hier so gibt. Ich muss für Adelina neu ein Tinder-Profil anlegen. Und so eine Deko würde ich auch gerne machen, so mit Efeu. Gut. Erstmal die Person suchen, die hier da Wolle haben könnte. Ich brauche Wolle. Leingarn und Leingewebe. Das würde ich sogar auch glatt kaufen. Ich könnte aber auch Flachs holen. Ich habe vergessen, mir im Frühling das Flachsfeld anzulegen. Okay, Flachs hat hier nicht sonderlich viel. Dann würde ich mir das mal gönnen. 20 Leingewebe. Wolle. Immer alles. Wollgarn kostet 91. Okay, 20. Aber auch nur, weil ich vorhin so viel Eisensachen vorhin. Vor einer Woche. So viel Eisengarn verkauft. Eisengarn. Eisenmesser verkauft habe. Und wo stehen die Leute? Müssten hier doch auch irgendwo sein. Ich glaube, da hinten beim Kutscher, oder? Die vielleicht Lust haben, bei mir einzuziehen. Natürlich, weil es bei mir schön ist. Nicht, weil ich die zwangsrekrutiere. Nein. Bei mir ist es wirklich okay. Eisengarn ist quasi die andere Bezeichnung für Draht. Nur so. Hier, ja, der hat auch so ein cooles Outfit, das will ich auch haben.
Okay. Was haben wir hier? Wir brauchen männlichen Kandidaten. Hier sitzen vier. Na dann. Das tut mir irgendwie leid. 32 zu alt. 26. Oh, geht's was Jüngeres? 30. Puh, schon tot. 21. Hier. Kann nicht. Doch, der kann aufs Feld. Ach nee, ich krieg keinen Schaden beim Lagerfeuer. Der war in ihrem Alter. Gott, der hat so einen Topfhaarschnitt. Die sind zu alt, die sind 30. Das war's. 26. Der hätte. Okay, der kann halt auch nichts. Und die 30-Jährigen jetzt auch nicht wirklich. Immer nach einem Jüngeren suchen. Die ist 21. Ich kann sie jetzt nicht mit einem 32-Jährigen zusammenpacken. Ich weiß nicht, ob das hier aufgehoben wurde, diese 10-Jahres-Grenze. War früher drin. Ich weiß nicht, ob es da irgendein Update gab. Also es gab einige, aber das habe ich mir nicht durchgelesen. Ich habe da probiert, die Waage zu halten. Ab 30 geht es nicht nur bergab. Da ist man quasi schon. Das war's. Ich mir sagen lassen, ne? Ist doch so. Und dann sind die sitzen hier, weil die nicht mehr genommen werden. Ach, das klingt gemein. Ich bin heute gemein. Ich bin heute gemein. Da fängt's an. Dir tut alles weh. Bleib am besten zu Hause. Du kannst dich, wenn du da einmal irgendwie ausrutscht und dich irgendwie komisch abstützen musst, fällt dir eine Bandscheibe raus. Nehmen wir den mit. So. Ich denke nur an die Gesundheit. Nichts anderes. Denkt ihr denn? Wieso habe ich keinen Jäger mehr? Deshalb habe ich nichts zu essen. Interessant. Sind jetzt drei Leute gleichzeitig schwanger oder beziehungsweise in Elternzeit? Schön. Das ist nicht toll. Ich glaube, ich hätte aber jagen. Eins, es wäre aber besser, als da gar niemanden zu haben. Der Feldschuppen fällt bald auseinander. Es läuft bei fantastisch in meinem Dorf. Das habe ich gar nicht mitbekommen. So. Bin auf jeden Fall gleich alt, gerade erstmal. Vielleicht habe ich 1000 Follower verloren. Ich habe keine 1000 Follower auf Twitch. Aber ja, ich würde dann Minus-Follower haben. Das ist schlimm, ne? Ich denke an die Gesundheit. Bewegt euch weniger und passt auf. Die müssen bei mir hier schwere Arbeit machen. Stellt euch mal vor, ne? Und dann in die Mine mit 30, obwohl du schon, wenn du aufstehst, denkst, boah, meine Hüfte. Mein Rücken. Ich denke nur an euch. An meine Dorfbewohner, meine ich. Ich kann hier leider keine Leute umbenennen. Würde ich natürlich niemals machen. Aber ich bräuchte trotzdem mehr Leute übrigens. Ich weiß nicht, wie lange sind die denn noch in Elternzeit? Wieso sind so viele auch gleichzeitig in Elternzeit? Das kann doch gar nicht sein. Was ist hier los? 7, 6, 5, 4, 2, 1, 4, 0, 0, 0, 0. Ganz viele Nullen. War klar. Und hier ist schon wieder jemand schwanger. Ich habe am Anfang das so schön probiert zu entzerren. Ja, das hat nicht geklappt. Shit. Ja. Gut. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Leute in Elternzeit. Kein Wunder, dass hier der Bach, meine die dunkle Bach runtergeht. 6 auf einmal. Und da ist wieder jemand schwanger. Ich weiß nicht, wann die beiden hier rauskommen aus der Elternzeit, aber yeah. Also ein Haus wollte ich ja eh noch bauen, weil es sonst nicht aufgehen würde.
bin natürlich auch ein Bergarbeiter daraus. Und obwohl sie wird schwanger, dann wäre ja quasi ein Bergarbeiter draußen. Schlimm. Schlimm, sage ich. Ich schulde auf Twitch-Follower. Dafür gibt es die Bots. Wenn ich im Minusbereich hier reinkomme. Ich habe jedoch jedes Alter vertreten. Bei 36. Habe ich nicht so gegen mit. Ja. Doch. Ich bin nett. Würde hier niemals jemand ausgrenzen. Natürlich nicht. Nach Hause. Ich muss mir was überlegen. Ich muss mir auch überlegen, wo die nächste Hütte hinkommt. Sag ich denn schon wieder Durst? Ich hab doch. Ich hab doch vorhin jetzt was getrunken. Schlimm. Naja. Kann ich nichts mehr ändern. Kann ich nichts machen. Ich glaube, ich könnte noch ein Haus bei außerhalb platzieren. Das würde ich dann machen. Das. Ich habe die überhaupt nicht wahrgenommen, ne? Ich habe die null wahrgenommen und habe mich gerade gewundert, zwei Pfeile down. Da waren Banditen. Ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Wieso wache ich bei dem Kinderbett auf? Ich bin gerade voll erschrocken. Lebt Carlotta noch? Ja. Da ist sie. Auch gut, und der schnellere Weg nach Hause zu kommen. Okay. So wollte ich jetzt nicht cheaten. Naja. Meine Schäfchen sind da. Ach, sind die süß. Ja. Habe ich nicht gesehen. Wie neu geboren. Deshalb das Kinderbett. Ja, so kann man es auch sehen. Hier, ich habe richtig viel Hopfen. Ich muss auch die Sachen hier eigentlich mal reparieren. Okay, ich habe auch eine Bauhütte. Was mir gerade einfällt, ich müsste Fleisch besorgen, weil ich gar keinen Jäger mehr habe. Also den einen Typen, der ist aber auf Stufe 1. Ich weiß, ich hatte letztens ein paar Bisons gejagt, damit die überhaupt was funzt. Muss ich, glaube ich, nochmal machen. Ja. Ich muss einmal Bisons jagen gehen. Aber hier mit den. Hier ist es auch angenehm und man hört das Feuer knistern. Ich könnte das leider nicht weiter daran stellen, nur weil es so uneben ist. Und ich kann auch keine Blumenkästen hinpacken. So. In der Seite wollte ich noch was machen. Da kann ich, glaube ich, dann noch mehr dekorieren. Und hier ging halt auch nichts mehr. Ich baue. Nee, mal schauen. Ja. Ich hole mir mal einen Heiltrank und hole mir mal ein Bison. Auch dieser Jäger auf Level 1 kriegt da nichts gewuppt. Würde ich dann auch demnächst schon direkt umplatzieren. Schön, ne? Wenn man auf einmal spontan was anderes macht hier. Habe ich auch, ne, die müssen gleichzeitig schwanger geboren sein. Ich weiß, dass mein Mann da gearbeitet hat. Ja, die anderen, dann waren da noch zwei eigentlich. Und die haben es schon nicht mehr alleine geschafft. Und die wurden gleichzeitig schwanger. Ich finde es schön, wie es so ploppt. Die Köpfe der Banditen müssen auch repariert werden. Wenn ich jetzt Lust hätte, dahin zurückzureiten, bestimmt. Aber so? N-n. Dann würde ich lieber, wie viele Bögen habe ich? Hä? Pfeile meine ich? Bogen habe ich nur einen.
Wir mal 62 Steinpfeile und nicht nur einen. Für die Lampen möchte ich nämlich gerne überall hinstellen. Es ist dann auch heller. Und ich habe nicht Angst, dass sich meine Dorfbewohner überall anfackeln würden. Das finde ich ein bisschen sicherer. So. Sind die schon wieder da oder sind die noch in der Paarungsphase? Hier, die Wölfe sind aber auch wieder da. Die Wildschweine auch. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ich sehe schon, wie ich gleich hier im Dunkeln wieder überfallen werde von einem Wolf. Hier gibt es auch Bären. Die haben ja nichts mehr zu essen, meine Leutchens, ne? Sammle ich nicht über die Kräuterhütte. Okay, ich habe einen Wolf gehört. Da hinten sind die Bisons, da sehe ich die schon. Drei Stück. Ich habe jetzt schon zu viel in meinem Rucksack. Fantastisch. Finde ich gut. Dann gibt es jetzt erstmal Obst zum Essen. Sollen sich nicht so anstellen. Wenn sie Hunger haben, sollen sie Beeren essen. Ich verarbeite das ja nicht, ne? Hab ja niemanden in der Schenke, wo ich den Kuchen freischalten wollte. Aber ich habe ja auch kein Mehl, weil ich kein Weizen kurzzeitig hatte. Das ist ein Kreislauf hier. Die Nachtwächter brauchen Fackeln. Die haben die ja eh. Die laufen ja zwei Leute mal rum. Obwohl ich mich frage, was das für Nachtwächter sind. Denn nichts reagiert. Dann sammle ich jetzt mal kurz ein paar Bären. Und würde dann tagsüber vielleicht hier auf die Jagd gehen, weil das Problem ist ja auch immer, dass von hinten dann auf einmal so ein Wolf angestürmt kommt. Oder ein Wildschwein. Ja, die sind eigentlich weiter hinten. Ich habe nur manchmal sehr viel Pech. So, den anderen Chip mal noch rauslegen. Unterstützt doch meine Jäger. Mit Vitamin. So ist nicht. Da, ich wollte gerade sagen, das klang jetzt sehr nah. Bisschen schwierig bei dem nicht. Habe ich den jetzt getroffen? Das ist eine gute Frage. Nein. Ja, jetzt. Zwar dann zwei Headshots. Noch jemand? Da sind die Bisons. Ich wollte gerade sagen, das Knurren hatte ich gehört gehabt. So, ein bisschen Fleisch habe ich auch. War zwar nur 10, aber okay. Ich gehe mal lieber. Es ist ja auch schon spät. Die sollen sich nicht so haben. Die hätten Obst. Und noch ein bisschen Fleisch. Muss man nochmal anschauen wegen dem Weizengedöns, ne? Ich weiß, er hatte das nicht gemacht gehabt, weil ich keinen Dünger hatte, aber das Problem habe ich ja gelöst. Hatte Dünger gekauft.
Auch Bären, hier sind überall Bären. Das war früher, wo ich die Sachen nur gesammelt habe. Da gab es auch noch keine Schenke. Beziehungsweise musste man sehr viel machen, um Dynastiepunkte zu erhalten und die Menge. Wenn da, die schlafen alle schon. Das fände ich halt schöner, wenn der Weg hier mit den Laternen beleuchtet ist. Es würde gleich so viel besser aussehen. Ah ja. Bring die Sachen weg. Sie können nicht maulen, dass sie nichts zu essen haben. Und dabei brauchen sie auch wenigstens kein Wasser, wenn sie die Beeren essen. Muss eh nach da oben, dann würde ich gleich schauen, wie das Weizenfeld aussieht. Hier 300 noch was Beeren. Obwohl sie auch schon die Äpfel nicht essen. Kann ich ihnen auch nicht mehr helfen. Wohl hätte ich auch noch. Ich habe das andere Gedöns hier noch. Ich muss mal kurz ins Warenlager. Die Wolle würde ich aber behalten. Dann kann ich mich morgen früh gleich einmal einen Abstecher bei der Näherei machen. Was brauche ich denn noch für diese Laternen? Leder, Stöckle, Holzstämme. Okay. Gucke ich mir auch schon mal ein. Leder müsste ich aber vielleicht besorgen. Stämme. Obwohl, ich habe Leder. Um zu glauben. Brennholz. Warum habe ich Brennholz im Inventar? Wie viel Shit will ich mit mir rumschleppen? Was schwer ist? Ja. Genau das. Die wollte ich auch verkaufen. Gut geklappt. Brauche ich die Hopfensitzlinge? Brauche ich nicht. Nicht. Eingang gerade auch nicht. Stöckle muss ich gleich noch nehmen. Ah, ich könnte eigentlich auch mein Materiallager ausbauen. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich das freigeschalten. Das war. Die drei. Irgendwas ging da. Ist auch geploppt. Ich glaube, Materiallager 3. Eingang lasse ich auch drin. Alles Zinn kommt auch einmal rüber. So. Gut, Stückchen. Dann habe ich das schon mal im Inventar und ganz schön viel Stückchen. Ich würde da mal was umstellen. Was, wie ist das denn eingestellt? Heiliger. Das ist gleich noch so eingestellt wegen den Steinwerkzeugen. Nicht so viel brauche. Sehr vielleicht jetzt doch etwas viel. Würde ich mal so auf 25 gehen. Jetzt ich. So. Gut. Das Brennholzzeug verkaufe ich ja eh. Muss mich abkühlen. Ja, ist mit der Fackel gerade ein bisschen schwierig. Das ist die private Sauna. Ich komme. Bin auf dem Weg zu meinem Bett. Dauert kurz. Mein Dorf bei Helm sieht nicht unbedingt besser aus. Nein. Schleiche ich mich mal durchs. Das ist dann mal durch den Hopfen hier einmal anschleichen. Bin zu Hause, Schatz, auch wenn es sehr spät ist. Ich gehe mal bei meinem eigenen Bett heute schlafen. Und mogel mich nicht irgendwo hin. Wie geht's ihm eigentlich? Du scheinst durstig zu sein. Ja,
Zitronensaft, danke. 100%, okay. Ich habe ihm ja auch erst was geschenkt. Trotzdem. Ich würde es sogar, weil es so gut wie gar nichts wert ist. Könnt noch Wasser trinken, ne? So. Ich gönne mir Bärensaft. Wir haben das von unserem Mann geschenkt bekommen. Also trinken wir das. Mein Dorf bei Tageslicht. Oh je. Da. Also ich glaube, man muss halt oben runter gucken, damit man es besser sieht. Ich wollte noch einmal ganz kurz schauen, ob der jetzt sich um mein Weizengedöns kümmert. Es ist auf jeden Fall gedüngt und da hinten ist genau ein. Ich würde mal sagen, Weizen läuft doch richtig gut. Ein Feld. Läuft. Super. Fantastisch. Ach, wie schön ist das denn? Ach, die Bretter habe ich übrigens ja im Inventar gehalten, weil ich will ja eh einmal zu der Näherei. Und da ist was kaputt. Dann kann ich das direkt reparieren. Das hatte ich gesehen gehabt. Die Bauhütte, ne? Kann ja ich auch machen. Da muss ich mich darum nicht kümmern. Dafür dann auch wieder eine Person engagieren. Nö. Die eine Hütte wollte ich noch bauen. Die kommt dann außerhalb hin bei der Jägerhütte. Die ist da hinten, ganz weit da hinten. Was man bei Twitch von der Auflösung her nicht sieht. Da steht ein Haus, dann würde ich da ein zweites mit hinpacken. Dann ist da quasi eine Hütte, die gehört zum Jägerhaus und eine Hütte, die gehört dann dort zu der Kräuterhütte. Das sind dann die beiden, die außerhalb sind. Wenn wir kurz wolgern. Habe ich ja gesagt, am nächsten Tag. Inzwischen überlege ich es mir doch fast mit dieser Bauhütte. Ich werde zwar jedes Mal vergessen, neue Aufträge einzustellen, aber naja, wenn ich mich dann daran erinnere, dass ich es nicht machen muss. So, ich gucke einmal ganz kurz nach, ob das ein Grund war, warum da nur ein Weizenfeld ist, wegen Weizenkörnern, weil die alle verarbeitet wurden. Oder ob er einfach nicht zeitlich hinterherkam. Das möchte ich einmal kontrollieren. Ich hatte ja eigentlich das Düngerproblem. Weizenkorn 51. Kam man nicht hinterher. Würde trotzdem nicht ausreichen, weil das Feld ist größer. Weil die es natürlich weiterverarbeiten, weil ich glaube, er konnte zweimal, musste es schon aussetzen mit dem Weizen. Wegen dem Düngerproblem. Naja. Gut. Weiß ich aber Bescheid, er kann es erst im Herbst aussehen. Ich hatte schon Angst, dass alles weg ist. Nee, nee, das war Düngerproblem. Das andere Zeug habe ich alles genügend. Ich wollte schon mal einmal kontrollieren, weil ich nicht wusste, wie schnell er hinterherkam. Was habe ich gemacht? Die Straßenlaternen. Darum wollte ich mich kümmern. Bevor ich mich um die Hütte kümmere. Habe ich umsonst das Zeug jetzt in den Inventar gepackt. Hier fängt es an. Straßenlaternen. Ich würde die nächste hier wahrscheinlich so hinpacken auf die Seite. Da. Hier Wolga, ne? Das ist so brutal. Es ist aber ein bisschen weit weg.
Die hätte ich eigentlich schon gerne näher, aber wenn ich die direkt hier hinpacke, vors Haus, ist auch komisch. Der Abstand so groß. Die muss irgendwie hier so hin, ja, hier so an die Ecke. Oh Gott. Muss schauen wegen der Ausrichtung. Das ist hier immer so ein bisschen heikles Thema. Ah, doch, hat geklappt. Und dann. Hier irgendwie bei dem grünen Zeug. Es wäre natürlich jetzt cool gewesen, die genau hier hin zu platzieren. Aber ich brauche diese freie Kamera beim Platzieren von solchen Sachen, ne? Ist jetzt gerade? Und dann noch einmal direkt eine, bevor man rüber geht, damit man ja nicht übers Wasser stolpert. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll, ne? So an die Seite irgendwie. Nimm den Baum. Der Slalom bleibt hier. Das ist der, ich komme betrunken aus der Taverne raus, Test. So, hier kann ich gar nichts, gar nichts. Gar nichts hin platzieren, okay. Auf die andere Seite. Sieht da dann auch ein bisschen komisch aus. Das war zu weit. Bin am Überlegen, wie ich die Beleuchtung bei dem Marktplatz mache. Da soll. Ich gucke gleich nochmal, was ich für Möglichkeiten habe. Steht da, dann kann ich sie direkt hier hin platzieren. Wenn es dann geht. Nein! Ich will dich auf die Adresse. Ich muss mal kurz den Weg abreißen. Wie kommt ihr hin? Komme, was wolle. Kommt nicht nach da drüben. Ich möchte, dass das Candlelight-Dinger in Pennerton bitte das Feeling so bleibt bei meiner Taverne. Wenn die Feuertonnen da stehen. Und keine Laternen hin. Einen Fall. Okay, mir fehlt eh Wolgan. Perfekt. Ich hätte aber keine. Ich hätte nur die Sachen als Möglichkeit da. Das finde ich nicht passend. Ich finde diese Feuerschale, die Standfackel und die Feuerschale nicht passend. Ich hätte gern was anderes Cooles gehabt, aber man kann ja auch nichts draufstellen. Das ist halt auch so blöde. Ich kann leider keine brennende Fackel jetzt so fallen lassen und so platzieren, dass das irgendwie klappt. Aber ich hätte gern hier sowas draufgestellt. Ich hätte nur davor. Aber dann hier auch wieder die Tonnen, also die Feuerschalen stehen halt schon hier. Jetzt wollte ich eigentlich, dachte ich, könnte ich hier was anderes Cooles machen. Dann müsste ich irgendwie so in so einem Oval die Lichter platzieren, die Laternen. Da war das bei meiner alten Map mit dem Lagerfeuer in der Mitte schon wesentlich cooler, ne? Und da hatte ich nämlich gleich auch die Laternen dann in einem Kreis gehabt. Aber da war das besser gepasst. Ja, gut. Wolgan ist eh.
Alle. Eine Leitdüne im Mittelalter. Ist es dann sozusagen. Packe ich den Rest weg, dass ich mich besser bewegen kann. Und dann esse ich auch gleich was. Kann ich da unten irgendwie so beleuchten, ne? Am Wasser. Das wäre halt auch schick. Wofür baue ich sonst am Wasser? Und ich möchte ja eigentlich die Wege, die gehen ja schnörkelig nach oben, die möchte ich ja beleuchten. Sonst hat sich der ganze Aufwand mit dieser Location null gelohnt. Null. Dann hätte ich auch eine flache Location nehmen können. Aber ich wollte ja, dass man so cool irgendwie von unten nach oben und von oben nach unten, ne? Im Dunkeln muss es cool aussehen mit den Laternen. Weil die sieht man auf jeden Fall. Eigentlich recht weit. Ja, die schmeiße ich draußen hin. Bitte sehr. Essen. Wahrscheinlich eh nur ein paar Bärchen. Ob ich die Bewohner auf Lehrgang schicke? Natürlich. Bin noch nett. Die kriegen ja auch 2 Jahre Elternzeit. Also kriegen die dann auch, wenn sie wollen, ihren Weiterbildungsgang. Wie könnten die sonst von Steinwerkzeug direkt auf Eis gehen? Das geht nur mit einer guten Ausbildung. Natürlich. Das habe ich gemacht. Dann nach da hinten zu meinen Hütten, die keinen Bock haben, hier in der Stadt zu wohnen. Ich brauche eigentlich nur Holzstämme und die habe ich dort. Trotzdem. Ich brauche doch mehr Dorfbewohner. Wahrscheinlich darf ich danach jagen gehen, auch wenn sie die Bären haben. Ich brauche aber noch eine Hütte, die würde ich jetzt bauen. Und zwar da hinten. Vielleicht auf der Seite von der Kräuterhütte dann. Und dann wollte ich die Gärten da ja machen, mit so einem kleinen Gemüsegarten. Könnte ich schon anlegen, ne? Da kommt der Typ vom Feldschuppen niemals hin. So als Deko? Hier wollte ich ja so ein Gemüsegärtchen hin platzieren. Bin hier noch lange nicht fertig. Genau, und jetzt kriegt die Kräuterhütte nämlich auch so ein Bewohnerhaus. Und zwar auch so ein Blockhaus. Das passt besser in den Wald. So, da hinten, hier müsste sogar reinpassen direkt. Muss ich nur schauen, dass ich das mit dem Vorgarten vielleicht da ändere, was ich irgendwann da mal hin platziert hatte. Ein kleines Haus. Was ist hier? Ich wollte gerade sagen, was ist hier blockiert? Ärger mich nicht, Game. Okay. Ich würde hier das dann öffnen und den Eingang nach da direkt machen. Ich habe mich an diese neue Musik noch nicht gewöhnt, ne? Und dann kann es da sich verbinden. Ich mache den ganzen Zaun weg. Das kommt nicht. Ich hätte Bretter mitnehmen sollen fürs Dach. Naja, gut. Ah ja, Steine. Die habe ich da. Wie lang noch welche? Hab nichts mitgenommen. Gar nichts. Ah, bin ein bisschen faul.
Du kennst keinen Erdschürfer, der nicht auch Diplome, Doktortitel und Zertifikate hat? Sag ich ja. Bei mir kriegen die ja alles an Ausbildung, was sie wollen. Weil ich nett bin. Aber ich brauche nur 10 Steine. Und Holz gibt es hier genug. Wenn mir nicht meine Sachen nämlich kaputt gehen, das sehe ich doch schon. Ich brauche noch ein paar Steine. 2. Meine Axt hält nämlich genau 1 bis 2 Schläge noch aus. Wieso laufe ich eigentlich mit einer Steinaxt rum, während die anderen Eisensachen benutzen dürfen? Für meine Dorfbewohner nur das Beste. Wie soll man auch ohne binomische Formel Eisenerz abbauen? Ja, eben. Ich will ja, dass sie effizient sind. Ach ja, genau 2 Schläge. Und das war's. Ich baue den Rest hier noch nicht. Sonst geht das Haus wieder kaputt, bevor ich fertig bin. Dann darf ich schon reparieren, weil was dagegen fällt. Ich kenne mich ja. Und mein Glück. Ich wurde schon lange nicht mehr von einem Baum erschlagen. Da musst du warten, wenn ich die zerteile. Ich werde oft erst erschlagen von einem Baum, wenn ich den Baumstamm zerkleinere. Da kriege ich Splitter ab und dann liege ich tot da. Beim bloßen Fell kein Problem. Aber die Splitter, die du so abbekommen kannst. Und okay, das muss jetzt irgendwie noch da drüben irgendwie. Es ist schwierig hier. Ah, gut. Dran vorbei, ich wollte nämlich gerade sagen. Also es sind hier herumfallenden Splitter. Ich weiß auch nicht, wie ich das hinkriege. Manchmal, das habe ich, das habe ich auf einer Aufnahme, ne? Das fällt einfach auf einmal hoch. Der Baumstamm beim Zerteilen und damit war es das. Rechne mit allem, ich würde es nicht mehr wundern. Aber ich habe doch das Haus ein bisschen, ne, getroffen. Ich lieber da hinten stellen. Ich sterbe in anderen Games. Ja, hier habe ich die komischen Tode. Oder Carlotta. Nee, gar nicht. Carlotta ist mir in dem Spieldurchlauf noch gar nicht gestorben. Ja, 1.0. Und wenn, dann wäre es ja Altersschwäche. Ich bin nämlich gar nicht so schlimm. Ja. Ich brauche nur richtig viel Baumstämme. Die Bretter würde ich mir dann aus dem Warenlager holen. Das Dach. Mache ich dann die Bauhütte? Ich glaube schon. Ich bin faul, ne? Und so langsam bräuchten schon meine Sachen eine Reparatur. Die Häuschens, die hier überall irgendwo rumstehen. Ach, das ist sehr anstrengend. Ich fälle aber auch nur Bäume, wenn ich zu weit weg vom Warenlager bin und keine Lust habe, die Sachen zu holen, ne?
um Schneckentempo zu laufen. Achtung, Baum. Mehr tragen als ein LKW? Ja, aber dafür müssen wir auch jedes Mal einen Ochsen essen. Es ist hier schon ausgeglichen, ne? Wie in jedem Survival Game. Die Tür ist schon gut. Ja, passt doch. Einmal die Holzwand. Und hier hätte ich gerne Holzwand mit Fenster. Automatisch zum Stein, ne? Aber es, ich finde, es passt hier halt nicht. Für mich passt es hier nicht rein, weil es ist im Wald, das hätte ich schon ganz gern mit Holz. Energielehre wäre besser. Unser Chi ist perfekt ausgeglichen. Ich hatte eigentlich meditiert, bevor ich Tomb Raider spielen wollte, so aus Sicherheitsgründen. Dach mit Dachschindeln. Ach, ich habe die Bretter vor gerade sagen, vom Zaun abreißen. ChatGPT nicht mehr fragen. Wegen was wolltest du denn ChatGPT fragen? Wenn du warten musst, schalt doch einfach auf 3 Punkt. Was ist das Freie? 3,5? Je nachdem, was du für Fragen hast. Wartet. Ich schalte mal ganz kurz alles um. Und dann hole ich nochmal. Soll ich nochmal Hohlstimme? Dann muss ich eigentlich hier Tür. Bretter holen. Und trinken. Ich gehe direkt. Sonst hätte ich für Durst hier. Auf den Streamer aufpassen, nicht mit Kilian unterhalten. Max ist verfallen. Und schon hat man in ChatGPT den neuen besten Freund gefunden. Gibt's nicht diese komischen, also gibt's ganz viel. Also richtig, richtig auf dem Handy, so mit Avatar, alles kannst du dir alles so erstellen, wie du möchtest. Kannst auch für alles Mögliche benutzen, ne? Dann hat man da seinen Freund auf dem Handy. Oder Browser, je nachdem. Jetzt ging das Licht an. Es ist halt noch nicht richtig dunkel. Aber ich glaube, der Abstand passt. Sonst schauen wir, wenn es dunkel ist. Wie es so ausschaut. Geht halt. Der Weg ist nur erleuchtet erstmal bis zur Taverne. Und nach da oben geht ja dieser Weg in schnellen Linie und da stelle ich es mir richtig cool vor, wenn da, ne, da das Licht ist. Obwohl ich überlegt habe, das dort mit den Fackeln zu machen. Weil da geht es ja quasi. Ja, also nicht zum Steinbruch, sieht ein bisschen so aus. Rein theoretisch kommen irgendwann die Holzfällerlager und so. Aber zu dem Landwirtschafts-Mini-Bereich. Zu den Ziegen. Ich glaube, da könnten die Fackeln besser aussehen als die Laternen, weil es einfach, ne? Nicht das, also das landwirtschaftliche Viertel kommt. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich wollte nicht darüber. Ich brauche nicht 48 Bretter, da war schon was. Eine Seite hatte ich schon gemacht gehabt, ne? Dann nehme ich mal für 3 Seiten mit. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Bretter ich verbraucht hatte. Ich weiß, ich habe gerade eine Seite dort fertig gemacht. Stimme. Trägst so viel und kannst nicht rennen. Schlimm. Ich kann leider keine Kirche hier bauen. Da müssen wir das Game wechseln.
Und ich baue hier keine Fake-Kirche hin. Sie brauchen keine für Zufriedenheit. Weil dann will ich gerne auch einen Friedhof bauen. Und da ich keinen Friedhof bauen kann, fällt's weg. Kann man ChatGPT nicht durchgehend benutzen? Es ist begrenzt im Abo. Ich dachte, das 3,5 war es nicht begrenzt. Ich weiß, dass das im Abo begrenzt ist. Da hatte nämlich eine Freundin. Haha, das war geil. Die musste da was für die Uni fertig machen auf den letzten Drücker. Wollte sie bei ChatGPT machen und dann musste sie 3 Stunden warten, weil du nur so und so viel Fragen oder so stellen konntest. Ich habe ein bisschen gefeiert, ne? Eigentlich bin ich immer zu spät auf den letzten Drücker. Ah, die Fragen konnte man auch ohne. Das konnte man eigentlich auch ohne ChatGPT machen. Aber es war lustig. Ich habe nur ein bisschen gelacht. Deshalb weiß ich, dass dieses Gekaufte auf jeden Fall sowas dran hat, aber dass das Normale sowas dran hat, weiß ich. Hätte ich gedacht eben nicht. Dass es auch eine Begrenzung dran hat. Empfehle aber grundsätzlich nicht 4 Stunden vor Abgabe mit anzufangen. Was passiert mit den Toten, wenn man keinen Friedhof bauen kann? Ich habe hinten eine Grube. Oder ja doch, eigentlich, ich habe keinen Jäger mehr. Also, die sind alle in Elternzeit. Könnten wir auch verfüttern. Man zahlt für die Begrenzung. Das hast du richtig verstanden. Kommt da schon hin. Drinnen fehlt noch was. Sagen wir noch nicht fertig, der Dachboden. Ich habe ausreichend mitgenommen. Nee, passt. Gerade überlegt, für Deko habe ich nichts dabei. Ah, das passt sogar, ne? Da kommt man hier raus und kann da direkt in die Kräuterhütte rein. Erledigt, ich kann 2 neue Bewohner holen. Ja, dann sind wir noch alle in Elternzeit. Bezahlen, damit ich aufhöre zu streamen. Soll ich das machen? Das kann dann noch 20 Jahre dauern, bis der Fall dann eintritt. So berühmt wird man heutzutage nicht mehr. Wäre mir aber auch ehrlich gesagt zu anstrengend, durchgehend zu streamen. So jeden Tag. Naja, außer du hast nichts anderes nebenbei. Ich glaube, dann ist es ja eh deine Arbeit. Dann ist es nicht mehr ganz so anstrengend. Aber wenn du da ne also jeden Tag streamen würdest und daneben hättest du noch Arbeit. Uni oder irgendwas anderes. Das wäre vielleicht dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Schau mal, die versammeln sich schon hier. Es gibt zwar noch nichts zu trinken, aber sie sind schon mal da. Ich bin jetzt doch am Überlegen, hier wieder Blumenkästen hinzupacken, aber das sah so doof aus. Ich hatte ja erst alles abgerissen gehabt. Da hinten geht's ja nicht. Da das Loch gefällt mir halt gar nicht, was da rumliegt. Guck mal, ob irgendwas hinpassen würde. Was hätte ich denn hier? Deko. Nee. Nur ganz klein irgendwas hier. Aber da geht.
Rein gar nichts. Null. Nur hier würde ich ganz klein was packen, hinpacken. Naja. Erstmal schlafen. Ach, wir haben ja den Dingswechsel. Cool. Diese zwei Mini-Hopfen-Dinger, ne? Wo ich es vergessen habe, Ewigkeiten. Dann hätte ich dann eventuell irgendwann noch wieder Weizen, weil im Herbst kann er loslegen. Ist ja alles gedüngt. Und zu Hause, Schatz. Eigene Brezelsorte. Das andere bringt Energy raus. Ich mache einfach Ditch 2.0 mit 20 verschiedene Brezelsachen. So sieht es nämlich aus. Ist gut. Brezeln sind auch gesünder. Und außerdem braucht jeder mal was zu essen. Das habe ich erledigt. Leute holen. Ich würde Sachen noch verkaufen und Weizenkörner. Er hat jetzt dann nur 50, weil die haben das halt über anderthalb Jahre, glaube ich, jetzt insgesamt hier, weil ich kein Weizen mehr hatte. Das Zeug natürlich verarbeitet gehabt. Die Frage ist, gleich nach Piastovia? Da weiß ich, dass ich es bekomme, bei Skaukiel. Das ist keine Landwirtschaft, also ich würde gleich nach Piastovia reiten. Mal gucken, was ich mitnehmen kann zu verkaufen. Als Werbeslogan dann, ich brezel dir eine. Na, noch ein kleines bisschen noch charmanter und dann auf jeden Fall. Das passt. So, Apfelwein verkaufe ich. So ein bisschen. Ein paar Kräuter. Das verkaufe ich so generell. Eisenmesser. Federn brauche ich. Da kann auch die Gürteltasche. Dann habe ich noch nicht so viel Holzhämmer, habe ich recht viele gerade. Ich habe doch Löwenzahn, müsste ich sehr viel haben. Setzlinge, Holzteller. Ja, Löwenzahn, ich wollte gerade sagen. Krieg zwar kaum Geld für, aber ich möchte ganz gerne hier so ein paar Sachen raus haben. Steinsichel 44. Steinäxte kaum. Ist das, was mir die ganze Zeit beim Laden angezeigt wird, dass da was nicht geht zum Verkaufen? Ich weiß ja ein bisschen, weil ich weiß, es ist einmal das Fladenbrot. Ach! Sie ist auch schwanger gewesen bei dem einen Marktstand. Interessant. Läuft ja bei mir, läuft gut. Muss ich ja mal sagen. Aber ich habe ja eh nichts, ne, weil mein Essen leer ausgeht. Gerade, was ist hier jetzt als auf 1%? Da drei Stöcke können noch ein bisschen hochgehen. Okay. Gut, ich habe Gedöns mit. Verkaufe ich einfach mal. Ob Brezeln mit so sauren Katjes schmeckt?
Kann sein. Müsste ich mal ausprobieren. Ich glaube nicht. Ich glaube, so ein bisschen süß und salzig ist ja okay. Und was mit Eis? Ich glaube, das ist zu viel des Guten. Also ich brauche keine Markierung, ich mache es nur ganz gerne. So. Eventuell habe ich gleich wieder irgendwelche Banditen, die mir über den Weg laufen und dann rein zufällig wieder verschwinden. Bei diesem Durch. Obwohl, die waren erst da, dann werden sie jetzt nicht nochmal bei dem Durchgang sein. Da ist ja der eine Bandit auch so komisch rein zufällig verschwunden. Aber wird das angezeigt mit dem Verkaufen Gedöns? Oh, da war doch jetzt gar nichts. Das ist. Ja, okay, das ist der Nahrung. Kein Arbeiter angezeigt wird. Das war noch aktiv. Ja, okay. Wollte schon sagen. Den Stream ab 18 machen. Erst ab 22 Uhr. Ansonsten heißt es hier zusammenreißen, außer ich. Ich spiele auch ein normales Game heute, oder? Heute kann ich hier gar keine Sprüche klopfen. Wir spielen Medieval Dynasty. Süße. Okay, er fällt ein. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt auch schon wieder zwei Leute in mein Dorf direkt hole, dann können die. Ich habe erst zwei Leute zusammengepackt. Die wird hier dann irgendwann wieder schwanger, die Person. Das heißt, ich darf erst ein. Oder ich guck mal, dass ich 1838 nehme. Da dürfte nichts passieren. Dann sind halt irgendwelche mal kinderlos und leben in der WG. Oder ich bekomme die gar nicht zusammen in die Hütte gepackt. Das kann auch sein. Mal sehen. Ich würde hier erstmal gucken. Das Haus steht ja. Was ich hier jetzt so ergattern kann. Auf jeden Fall sitzen da drei Leute. Sechs Leute. Auch was Junges, 19. Es gibt nur eine Frau. Die wäre 23. Ah, hier, der 19-Jährige ist recht. Gut, Hubert. Großartig. Ja, ich freue mich auch, Hubert. Den würde ich sogar erstmal bei den Jägern mit reinpacken. Und der hier drin ist, den dann später wieder rausholen. Da ist da jemand drin, der hat nämlich bei Jagende 3. Und später könnte ich das irgendwie ein bisschen ändern, wenn die alle aus ihrer Elternzeit rauskommen. Danke, Hubert. Es gab jetzt leider keinen so einen großen Altersunterschied, dass sie sich nicht fortpflanzen würden. Kaufe ich noch die Sachen, hol das Weizenzeug. Dann passt das. Hat die Rückenschmerzen, die Dame? Ach, doch nicht. Okay. Ich wollte gerade sagen. Ich brauche. So ähnlich wie Markus heißt der. Ah, da hinten ist er. Ist noch der ist hier gar nicht an seinem Stand. Er kommt angelaufen da. Markus Lau. Na gut. Und schon ist Ableitung. Fantastisch. Weizenkörner.
wenn ich mal ankomme. Wie brauche ich? Die werden es ja auch teilweise wieder verarbeiten. Ich würde jetzt einfach mal 75 nehmen. Ja, ich nehme mal 100. Also ich brauche was für jetzt und in der Zwischenzeit, ich brauche erst wieder ganz viel Sachen, weil die ja die anderen Sachen nebenbei ja, ready machen. Da ist wieder Geld. Ja, ich habe gerade was gekauft. Aber wahrscheinlich nicht so viel. Ja, okay, jetzt ist Ableiter. Auch die nächste Person. Ich könnte dann eigentlich direkt ein Geschenk kaufen. Ach nee, was soll's. Ich habe meinem Mann doch erst was geschenkt. So viel braucht er nicht. Oder vielleicht doch, weil ich habe schon wieder kein Geld. Letztens fand er das hier gut. Bernsteinfigur. Eine Figur aus Bernstein, die jemand mit sinnvollem Humor gefallen könnte. Humor? Gibt's bei mir nicht. Na gut, das könnte für meinen Mann sein. Passt darauf. Ein Utensil wird von jemandem, der hart arbeitet, sicher geschätzt werden. Das passt schon wieder nicht mehr. Kann deine Angebeteten. Okay, das ist für weiblich. Kann deinem Angebeteten? Kann deiner Angebeteten? Okay. Ich lasse, ne? Wir können hier nämlich nicht jedem alles schenken. Elfenbein ist zu teuer. Gibt es hier noch was Günstiges? Gummiharz. Für den Mann, der antibakterielle Eigenschaften zu schätzen weiß. Könnte ich holen? Oder ich nenne es mal Mensch, ärgere dich nicht. Das kann ich hier nicht aussprechen, was hier steht. Sieht aus wie ein Mensch, ärgere dich nicht. Brettspiel. Dieses Brettspiel wird jemand mit einem offenen Geist glücklich machen. Nicht meinem Mann. Dann kriegt der Gummiharz. Kann ich mich jetzt hier wieder weiterverkaufen. Ich muss ja gucken, ne, dass er mich nicht verlässt. Mal diesen materiellen Menschen, ey. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Und trotzdem muss ich nochmal zu einer anderen Person wegen dem Verkaufen. Ja, der. Man hört sogar diese Rupfgeräusche bei der Gans. Immer zwei Messer übrig. Kann ja nicht sein. Und noch dahin. Also mit den Eismessern, ne? Wenn man Geld braucht. Haben wir es? Ich fände es so cool, wenn die das bei mir hier auch machen würden, im Dorf. Es kommt irgendwann so ein Update, dass seine Dorfbewohner damit interagieren. Mit diesen ganzen Arbeitsstationen. Das wäre cool. Und schon hört die Mucke auf. Zurück nach Hause. Hab alles erledigt. Die Sachen verkauft und einen Weizenkorn geholt. In der Hoffnung, dass er das da ready macht. Und ich habe noch einen Jäger neuen. Der da noch läuft. Ist ja nicht sonderlich schnell.
Das wäre so krass, wenn die eine weite Strecke laufen müssten. Wenn es eine Wahrscheinlichkeit geben würde, ob die lebend bei dir ankommen, weil die könnten ja. Werden sie jetzt nicht, ne? Nur du wirst überfallen oder von wilden Tieren angegriffen. Aber wenn deine Dorfbewohner das betreffen würde, und je nachdem, aus welchem Dorf du die holst, dauert es ja, bis sie bei dir ankommen. Und wenn es dann wirklich so eine Wahrscheinlichkeit steigt, natürlich, je länger sie latschen müssen, ist, dass sie angegriffen werden können. Kann ja auch von einem Wolf sein. Und dann müsste man die noch rekrutieren. Nicht rekrutieren, Geleitschutz bieten halt. Das hätte was. Musste man zwar klar Zeit opfern. Da sollte man vielleicht zwei Pferde mitnehmen, damit es schneller geht. Aber es hätte auch noch was. Finde ich ganz cool. So, jetzt erstmal kurz zum Warenlager. Das Warenlager würde ich schon auch direkt einmal ausbauen, oder? Nachdem ich die Bauhütte gemacht habe. Hab schon wieder vergessen. Ah, das sieht doch cool aus. Da hinten sieht man auch in der Entfernung den einen Holzfäller. Der andere ist da ganz oben. Das sieht man nur auf YouTube sehen in 4K. Auch nur, wenn man da durch den Nebel blickt. Das hat was. Und dann noch irgendwo ganz oben später die Mühle. Das wird zwar noch dann nervenaufreibend sein, sobald die freigeschalten ist. Wegen dem Platzieren. Ah, das stelle ich mir cool vor. Das ist hübsch. Hast du oben noch diese Mühle? Kann richtig gut aussehen. Wo ich auch mit den anderen Dorfdeko-Sachen ja mal weitermachen muss. Mache ich gleich. Ich muss erstmal so essentielle Dinge hier machen. Weil ich schon wieder vergessen habe. Hier Weizenkorn. Ich gekauft. Vielleicht hätte ich gleich nochmal, wenn ich eh da war, Dung kaufen können. Ja, damit so vergesslich manchmal. Ja, und die Wege bin ich halt am Überlegen, mit der Fackel zu machen. Nicht mit der Laterne. Weiß ich noch nicht. Und ich wollte so kleine Geländer eigentlich platzieren nach so. Dass es so aussieht, als würde man Acht geben, dass jemand runterfällt. Der ja ganz schick sein. So, einmal Dung sammeln. Ach, und brauchen die wieder Tierfutter? Ne, da ist noch was drin. Ich habe ja auch noch niemand bei den Ziegen. Weil die sind auch noch. Ne, die eine Ziege ist groß. Ich kann den Dung ja auch nicht einsammeln. Wo steht denn mein Eselchen? Ziegen und Schäfchen. Das passt aber hier so steinig, glaube ich, rein beim Gebirge. Nee, die eine Ziege ist auch noch klein. Die Schäfchens auch. Also brauche ich hier noch niemanden. Vielleicht ist dann auch aus der Elternzeit wieder jemand raus. Ich glaube, die eigentlich in der Scheune waren, die sind ja auch alle gerade in Elternzeit. Ach, hier den Roggen hat er schon gemacht, ja? Das Weizen aber nicht. Ist das markiert? Ich muss ganz kurz überprüfen. Habe ich das gelöscht? Nee, 20, 72. Mal gucken, ob er die anderen Felder noch macht. Das ist Herbst. Eigentlich hat er die auch. Jetzt muss er ihr runterholen. Vielleicht will er ja auch alle dann gleichmäßig machen. Nach dem Hafer. Was Raumgedöns schon ausgesät hat. Bin ich verwirrt. Ist ja keine Priorität, ne? Okay. Ist es egal. Ich würde das Geschenk mal in die Kiste packen. Hier habe ich halt die anderen Sachen auch noch drin, aber die wollte er ja nicht haben. Kleines Pingelchen. Da will man mal hier was verschenken. Interessiert er sich nicht für.
Furchtbar. Schlimm, schlimm, schlimm. Die Bauhütte. Wo könnte ich denn die Bauhütte hinpacken? Würde das Sinn ergeben? Also die kann schon hier mit rein. Ich muss jetzt nicht außerhalb bauen. Ich habe keinen Platz. Neben dem Warenlager. Das würde Sinn ergeben. Sicher ist es Latte nur, aber... Weil der muss ja auch immer ins... Und ich habe ja so, wenn es dahin passt, so rangeklatschelt, dann ist auch hier diese Lücke nicht mehr ganz so komisch. Das würde gut passen. Und theoretisch, die Person muss sich ja das Zeug da rausholen. Wenn sie Sachen reparieren möchte. Ja, das passt. Ich wollte ja nicht so viele Bäume fällen. Die war nicht groß, diese Hütte. Dingshütte, Dienstleistung? Ja. Zu uneben. Also nicht mal blockiert. Ja, ich habe es auch blockiert. Hier steht nämlich noch zu uneben, nicht blockiert. Ja, nein. Könnt ihr quasi hier im Wasser, dann könnte der Weg da noch immer lang gehen, aber Gott, dass es hier die Wassergrundstücke sind. Und es wäre hier zu uneben, nicht mal blockiert wegen dem Baum. Aber das wäre jetzt so cool gewesen, wenn die jetzt hier hingepasst hätte. Ob irgendwo blockiert steht. Wo ist blockiert? Uneben. Wenn ich den Baum jetzt wegmache. Besonders, das heißt uneben, ne? Ich habe hier ganz woanders schon gebaut. Dann würde es aber besser aussehen, wenn ich das bei dem Marktplatz mit hinpacke. Wartet mal. Ja, das ist klar. Hier hinten irgendwo beim Brunnen. Weil das eine ja schon uneben war, ne? Als ob das woanders hier hinpassen würde. Nee, da sind ja auch die Tierhöfe. Wie die Hühner überlanglaufen, ne? Das passt schon wieder nicht. Da muss ich es ans Wasser packen. Dass das hier irgendwo wieder hinfloppelt. Ich kann sie nur ins Wasser bauen. Ich habe hier einfach keinen Platz sonst. Das heißt, es ist die Hütte, wo man sich Tretboote ausleiht, um im Wasser hier ein Date zu haben. Ich muss mir überlegen, wie ich das jetzt hier verkaufe. Weil mich stört es eigentlich, wenn hier jetzt das an Wasser ist, weil das wollte ich ja nicht haben. Ist schon doof, ne? Es passt halt dazwischen. Aber es ist gegenüber von der Lücke. Ich konnte es da nicht reinbauen, da ist es uneben. Hier müsste ich halt wieder, es würde wahrscheinlich hier hinpassen, einen Baum fällen. Wenn ich den Baum fälle, kriege ich das wirklich dahin? Ich probiere es mal aus, ob da blockiert steht oder uneben. Blockiert. Also ich könnte es theoretisch hier hinkriegen. Es wäre dann vielleicht doch ein bisschen besser, weil es dann am Markt stand. Das sind ja auch Dienstleistungen. Ach, schön. Und Knuddelfische mieten? Nein, die werden nicht geteilt. Wo sind wir denn hier?
Wenn ich muss die in einem anstrengenden Prozess adoptieren und andere dürfen die sich mieten? Garantiert nicht. Ich teile doch nicht. Seit wann teile ich? Ich schau dir vorne Schaufel. Bist du was dabei? Nee. Ich bin ja in der Nähe vom Warenlager. Ist ja kein Ding. Ich bin doch nett. Es gibt aber Grenzen. Ich bin nett in dem Fall, kann man das so sehen, weil ich auf die Knuddelfische aufpasse, damit die nicht von fremden Leuten betatscht werden. Das heißt, ich bin nett gegenüber den Tierchens. Ja. Alles eine Frage der Perspektive. Tiere gehen vor, Menschen sind egal. So sieht's aus. Ich hab doch eine Schaufel. Das habe ich nicht gesehen. Warum bin ich blind? Ich teile keine Knuddel. Nee. Wenn es um Tiere geht, kann man mich hier nicht mit Brezeln erpressen. Nee, nee, nee. Tja, es gibt Grenzen. Da kommen nicht mal, egal wie viele Brezeln das sind, vergesst es. So, passt. Packe ich dahin. Schon wieder dunkel. Weil ich so viel gequatscht habe gerade eben. Sami, was mache ich denn hier den ganzen Tag? Nüscht. Tiere sind die besseren Menschen? Ja. Eben. Deshalb probiert ihr euch jetzt hier nicht, ne? Das hab ich. Das mache ich privat auch nicht. Tiere wären hier, ne? Muss kommt man nicht gegen an. Brezeln gehen immer. Hier wurde auch schon eingeführt, wenn ich einen langen Stream mache, die Mitternachtsbrezel. Das ist dann der etwas ordentlichere oder ja doch ein bisschen gesündere Snack als die Chipstüte. Also auch Ansichtssache, ne? Ich weiß trotzdem. Deshalb hast du Katzen keine Kinder? Ja. Es sind ja auch Kinder. Auch anstrengend musst du auch versorgen, ne? Verstehen manche Leute nicht, finde ich schlimm. Finde ich schlimm. Ich finde, man sollte auch einführen, es gibt ja die Krankheitstage für, wenn Kind krank, diese Kindkranktage. Ich finde, wenn man mit den Haustieren zum Tierarzt muss, dann sollte das auch funktionieren. Sollte man auch einführen. Da sind einfach die Leute nicht flexibel genug. Das sind dann die, das verstehe. Und das Schlimme ist, wenn das dann Leute sagen, die auch Haustiere haben. Haustiere sind auch Familienmitglieder, ja, und manche wollen das nicht verstehen. Die haben aber auch Haustiere. Da frage ich mich auch, vielleicht hättest du dir kein Haustier anschaffen sollen. Das arme Tier. Generell gibt es Menschen, die bitte kein Tier haben sollten, was man so sieht. Ich bin da ein bisschen empfindlich. Naja, gut. Ich glaube, wenn man schon viele komische, nicht so schöne Sachen gesehen hat, ist man da ein bisschen anders. Ja. Jetzt habe ich Bretter mitgenommen, ist aber hier ein Strohdach, ne? Oh. Na gut. Euer Kater ist auch so ein Herzchen. Selbst wenn es der Kater oder die Katze eine schwierige Persönlichkeit hat, haben Menschen auch. Man muss man damit klarkommen.
und sich arrangieren. Ne? Weil die Kinder kannst du schon abgeben, in einer gewissen Art und Weise. Aber wird eher selten gemacht, ne? Wenn die dann auf einmal irgendwelche Probleme haben. Tiere dann schon. Die schlimm, da werden die einfach abgegeben im Tierheim wegen so einem Bullshit-Kack. Überleg's dir doch vorher. Das wusste ich nicht. Naja, das ist ein Thema, das bringt mich vielleicht manchmal auf die Palme. Ich rede mal nicht mal darüber, ne? Erstmal sollte man in Deutschland einführen, dass Tierschaden keine Sachbeschädigung ist. Ja, man sollte auch generell höhere Strafen einführen für andere Sachen. Wenn es um sowas geht, ne? Es bringt mich schlimm. Was brauche ich? Ich brauche 16, 32 Strohgedöns und ein paar Holzstämme. Organisiere ich doch, keine Bretter. Schon was eingefügt? Ja, es gibt so ein paar Sachen, die eigentlich im verschiedenen Gesetzsachen drin stehen, was Tiere betrifft. Okay, es kommt immer drauf an, was für Tiere, also Wirbeltiere, da wird nochmal unterschieden, ne? Aber wird eigentlich eher nicht so dann auch manche Sachen gar nicht verfolgt, ne? Kommt immer so drauf an. Ach, ich kann darüber stundenlang reden. Das machen wir jetzt lieber nicht. Da rege ich mich nur wieder auf. Ich mag das nicht, Sachen, die mich aufregen. Sowas regt mich auf. Dumme Menschen in dem Sinne regt mich dann auf. Die Leute, die ihre Tiere dann einfach abgeben und so. Das wusste man ja nicht. Man kann sich ja nicht informieren. Ach, viele Dinge, ne? Das ist richtig Krise. Ich muss das Stroh draußen sammeln gehen. Ich habe da leider nichts mehr. Sollte ich vielleicht bei Tageslicht machen. Ich würde vor, die Holzstämme hier noch einmal verteilen. Nicht aufregen, mehr brezeln? Ja, deshalb sage ich. Sag ich ja. Hast du mich gerade angeschnoppt? Ich glaub's ja. Ich würde mal mir hier ein Bett klauen, wenn es geht. Gibt's hier ein freies Bett? Ich will nicht bis zu meinem Haus laufen. Okay, ich laufe bis zu meinem Haus. Es ist schon wieder so spät. Gottchen. In Finnland ist es auch nicht erlaubt, wenn Kinder unter 18 Jahren Fahrzeug sind und dann wird geraucht im Auto. Wird es auch. Okay, aber wenn du sagst, saftiges Strafgeld. Ist eh da ein bisschen teurer, weil. Aber. Die Geldbußen, wenn es dann verfolgt wird, finde ich eigentlich auch okay. Sollte man vielleicht gleich auch einführen, wenn Tiere im Auto sind. Ich weiß nicht, ich habe es eh noch nicht verstanden, warum man im Auto raucht. Es ist ja dann auch weniger wert, wenn man es verkaufen möchte. Also generell, ne, ich rauche ja nicht, aber ich höre mich nur manchmal so an. Aber ich habe es so auch noch nie verstanden, weil du senkst ja den Wert dann von dem Auto auch. Also allein wenn ich über die Logik gehe, du senkst doch den Wert vom Auto. Die Leute, die ich kenne, die rauchen, die machen dafür dann eine Raucherpause. So, deshalb, ich kenne es nicht, warum man im Auto raucht. Also, die Leute, die ich kenne, würden nicht im Auto rauchen. Die halten dafür an, gehen raus. Oder ertragen es auch mal 5 Stunden lang, keine zu rauchen, um keine Pause machen zu müssen. Hier ist schon alles an Stroh weg. Ich muss bis nach da hinten latschen. Ja, die Geldstrafen werden prozentual ans Nettoeinkommen gebunden.
Bin das bei euch so? Okay, ich. Ein Schwen ist nicht so, ne? Ich kenne jetzt persönlich nur Leute, die in Schweden wohnen. Ja, da bin ich gerade am Überlegen. Ich rauche das Auto, nicht im Auto. Das ist ja wieder der Unterschied. Das ist was anderes. So weit denken Leute nicht. Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn du ein Auto hast, was du vielleicht ein Leben lang behältst, weil du das nicht irgendwie nach Leasing oder so vielleicht wieder abgibst, weiß ich dann wie, ne? Ist ja wieder so eine Sache. Oder wenn es kein Dienstwagen ist, weiß ich ja nicht. Aber du weißt ja nie, was ist, wenn du ein Auto hast. Vielleicht ist irgendwann mal die Zeit, dass du es verkaufen musst, weil du kannst es dir nicht mehr leisten. Und damit meine ich nicht, dass es das Reparieren für den TÜV teurer wäre, als das Teil wert ist. Sondern wirklich, ne, kann ja sein, dass sich die Umstände ändern und du das Auto vielleicht auch nicht mehr brauchst und es deshalb dann auch verkaufst, weil Unterhaltskosten und was weiß ich, kann ja alles sein. Kann ja viel passieren, man weiß ja nicht. Ja, deshalb, ich kenne keine Leute, die im Auto rauchen. Würde ich auch nicht einsteigen, glaube ich. Also, es reicht nicht, wenn die drinnen rauchen, aber selbst wenn das Auto danach riecht. Ich krieg schon Probleme. Kennt ihr diese Duftbäumchen? Das ist so räudig. Ist ja immer auch so problematisch. Und ganz schlimm ist es, wenn diese. Es gibt so richtig eklige. Wenn es dann auch in den Mietwagen oder sowas drin ist oder so. Mir wird davon halt schlecht. Ich kann da nicht einsteigen. Ich weiß nicht, was es ist. Das sind so. Uah. Schlimm. Kann ich einfach alles nach frisch gewaschener Wäsche riechen? Das ist gut. Das ist schön. Dann bekomme ich klar. Ein Neuwagen auch immer so. Ja. Es geht ja vielleicht noch so neu, also, aber wirklich diese, ne, dieses, oder was sie da manchmal machen oder so, wenn sie irgendwie irgendwas aufbereitet wurde, ne? Ich weiß nicht. Ach. Vielleicht, es gibt Leute, die sind manchmal ein bisschen empfindlicher. Es ist so, wie wenn so langsam, ne? Wieder warm geworden, du musst vielleicht mit der Bahn fahren. Die Gerüche sind auch immer sehr, sehr schön. Die Preise musst du eigentlich gefühlt schon mit so einem Beutel einsteigen, falls du dich ja spontan in den nächsten 5 Minuten übergeben musst. Weil Duschen anstrengend ist. Du musst ja gar nicht. Okay, manche haben Probleme, ne? Klar, müssen dann vielleicht öfter duschen, aber du stinkst ja nicht wegen dem Schwitzen, sondern wegen der Bakterienzusammensetzung auf der Haut. Nicht, weil du schwitzt. Weißt, es gibt noch Krankheiten. Aber das sind eigentlich, ne, das ist so gering, diese Krankheit von diesen Zusammensetzungssachen. Ich meine nicht die Schwitzi-Krankheit, sondern wirklich dieses, weil du riechst ja wegen was anderem nicht, weil der Schweiß rauskommt aus den Poren. Ja, ich krieg die Krise. Immer ist es, ich liebe Bahnfahren. Ich liebe Bahnfahren. Alles war fantastisch. Ein Duftbaum aus Hartholz. Ach so, und dann machst du dieses Duftöl drauf. So eine ätherischen Öle. Ist auch ein heikles Thema, ne? Manche gehen, manche nicht. Hat meine Mutter getestet, was ich aushalte und was nicht. Kennt ihr diese ganzen Ölsachen, kennt man, glaube ich. Ich meine keine Räucherstäbchen oder so, sondern diese Ölsachen, wo man so 2 Tröpfchen in so Wasser reinmacht, da drunter dann so eine Kerze. Dafür gibt es extra so eine Sachen. Okay, das kennt, glaube ich, nur 50 Menschen. Ich habe keine Ahnung. Außer die, die das auch selber mögen, weiß ich nicht. Und da gibt es auch so diese ganzen verschiedenen Sachen. Hat meine Mutter fleißig getestet. Hat sie dann immer schön gemacht, wenn ich in der Schule war und dann nach Hause kam.
Übergibt sie sich direkt, wenn sie durch die Tür kommt, oder geht's? Das ist an dem Moment, wo du nicht mehr freiwillig aus deinem Zimmer rauskommst. Ah, da gehen manche. Aber nicht alle. Die wenigsten. Es kommt auch wieder drauf, auf die Qualität an und so. Täglich. Ah, okay. Ja, ich sag ja, wenn man. Besonders wenn man. Ich fahre nicht mal täglich Bahn, ne? Es kommt immer drauf an, wo ich hin muss. Bloß manchmal ist das mit dem Fahrrad zu weit. Oder wenn es jetzt wirklich den gesamten Tag schüttet. So richtig schüttet. Ich meine nicht ein bisschen, ich meine richtig. Und du wirklich viel irgendwie von A nach B die ganze Zeit musst und ich ehrlich gesagt auf Arbeit auch nicht klatschnass ankommen möchte. Ich komme mit diesen komischen Fahrradponchos nicht klar. Die funktionieren nicht so gut. Ja. Manchmal ein bisschen anstrengend, wenn man zur Uni, von Uni zur Arbeit und dann noch irgendwie, weiß ich nicht, dazwischen noch einkaufen oder noch dahin vorbei. Und wenn man irgendwie so 8 Touren da fahren muss. Zwar mit dem Rad halt schneller, aber wenn es dann wirklich den ganzen Tag schütten soll, weiß ich nicht. Dann doch lieber die Bahn. Und ja, je nachdem, wo man hin muss. Ich weiß nicht, ich hole diese Fahrradponchos. Das funktioniert nicht so gut. Das macht mich dann auch so aggressiv, weil das nicht funktioniert und schon ist da ein Loch drin. Busch kaputt. Nie angehabt bisher. Aber das ist immer noch besser als diese. Es gibt die, dass du das anziehen kannst, also diese Fahrradhosen richtig, ne? Aus Vollgummi gefühlt oder Plastik. Meine Leute verhungern, sehe ich gerade. Sehr gut. Das ist dann, je nachdem, wie warm das ist, also dann ist es von außen und von innen nass, weil du schwitzt dich da drin dann tot an diesen Vollgummi-Plastik-Dingern. Aber das ist auch furchtbar, also damit kam ich auch nicht klar. Außerdem ist es mir zu blöd, wenn man 500 Mal sich umziehen muss. Ich gehe doch mit Jogginghose raus, damit ich eben mich nicht umziehen muss. Ich meine ja nur. Zieht man ab und zu mal eine richtige Hose an, aber selten. Geh nicht so oft raus, nur wenn ich muss. Na gut, ich muss mich da um die Leutchen kümmern. Muss ein paar Bisons jagen gehen. Mach ich doch mal. Haben die Bären nicht ausgereicht? Ich glaub's ja. Bisons waren da hinten. Ich habe auch Hunger gleich, sehe ich. Oh je. Bisons waren da. Ich höre schon wieder Wölfe. Mal gucken. Bogen schon mal. Da sind die Bisons. Ich will halt nicht, dass mich gleich noch so ein Wolf anfällt, aber ich brauche auch Leder. Da würde ich mir die mal hier gönnen. Mir wird kalt. Ey, wir müssen hier so einen Adrenalinstoß haben, dann kann einem nicht kalt werden. Wenn so ein Ding auf dich zugerannt kommt. Ja. Du bleibst jetzt stehen. Boah, ist das laut. Jetzt läuft zu den Wölfen, ne? Bestimmt. So umgefallen. Ich höre die nämlich jaulen. So, da wäre der nächste. Okay, vielleicht hätte ich erstmal meine Ausdauer aufladen lassen sollen. Na, perfekt. Ich denke mal wieder so gut mit. Ist er denn? Ach, da. Er kommt. Ich wollte gerade sagen. Oh, jetzt ist er irgendwie. Warum ist er jetzt erst wütend geworden? Habe ich nicht schon ein paar Sachen auf ihn geschossen?
Oder bin ich vorhin daneben geschossen? Das kann auch sein. Jetzt. Okay, nee, habe ich nicht. Reichen zwei? Ja, ich glaube erstmal, weil ich verhungere hier gerade auch. Würde reichen. Was soll ich machen? Die Bären haben scheinbar nicht ausgereicht mit dem Essen. Mir tun die auch leid. Da hinten ist aber noch einer. Besonders, die sehen so flauschig aus. Oh, shit. Was kommt hier jetzt? Oh. Doch nicht. Er hat mich kurz gespottet. Ist aber weg. Okay. Ich habe alles. Dann, wir verhungern nämlich auch. Ich grill das ganze Zeug. Dann haben die was, obwohl ich ja zwei Jäger drinne habe. Die Bauhütte habe ich ja noch gar nicht fertig gemacht. Ich wollte die eine Person da rausholen. Wie schnell essen die denn die Sachen hier schon wieder weg? Kann ich kurz bei euch kochen? Dankeschön. Ich habe ja das Schnellgedöns noch drin. Wo ich das gerne wieder rausnehmen würde, weil mir gefällt es nicht. Das nimmt das Feeling so weg, ne? Also beim Fleischbraten geht das noch, aber ich weiß dann manchmal nicht. Bei den Eisensachen habe ich es reingemacht. Das wäre eine halbe Stunde gedauert und da wusste ich nicht mehr, was ich reden soll. Ich weiß, es war gleich 23 Uhr abends und habe ich mir gedacht, selbst mir sind irgendwann mal die Gesprächsthemen ausgegangen. Und da habe ich es reingemacht, weil das Eisen richtig lange gebraucht hatte. Ja, muss ich wieder reinmachen. Finde ich vom Feeling nämlich echt schöner. Wenn ich sowas offline spiele, dann mache ich, habe ich eh nebenbei was anderes an und dann ist da so mein Spiel. Dann gucke ich da zu der Seite und gucke halt, wenn ich vielleicht ein Video an oder einen Stream oder einen Film und gucke dann dazu. Dann gucke ich wieder da, wenn es durch ist. Dann chill ich einfach richtig. Aber im Stream, na, weiß ich manchmal auch nicht mehr, worüber ich reden soll. Ja. Nicht richtig motiviert wäre, würde ich nebenbei dann meine Uni-Sachen machen. Habe ich noch immer nicht gemacht, ne? Deshalb mache ich heute auch nicht ganz so lange. Ich dachte zwar, ich mache Tomb Raider. Könnte dann so 2 bis 3 Level machen. Kann ich jetzt leider nicht mehr abschätzen. Sagen wir es so, dass am Wochenende ist das mit dem Stream etwas eskaliert. Die Dauer. Und da habe ich nicht so viel geschafft, was ich eigentlich machen wollte. Ist die Sache. Ich habe noch 2 Semester. Also das ist jetzt noch ein nächstes. Wenn da nichts wiederholt werden muss. Ich habe bei manchen Sachen das Problem, dass manche Module, ich sage euch eins, wenn dieser Dude nochmal fehlt, dann raste ich aus. Ich kann nicht jedes Modul in jedem Semester nehmen, muss dann nämlich zum Beispiel wieder aufs nächste Wintersemester oder so warten. Und das ist richtig anstrengend. Ja. Und deshalb, eigentlich wäre ich fast, ne? Aber ich weiß, dass ich jetzt dann, nächstes, habe ich etwas, was eigentlich schon viel älter ist, wo ich dann nur rumsitzen darf. Weil du musst da bei manchen Sachen auch auf die Anwesenheitspunkte kommen. Ja. Und wenn es an eins ist, wo du dann warten musst bis zum nächsten Wintersemester, hast du die Arschkarte. Geht deine letzten 2 Semester ging schnell rum. Bei mir irgendwie nicht. Besonders wenn es nochmal etwas ist, wo ich länger warten muss. Ich hoffe nicht, ne? Aber das ist das, was mich stört, weil ich weiß, dass nächstes etwas ist, wo ich eigentlich sinnlos, ja, nochmal fast machen darf. Egal. Ich freue mich drauf. Ich bin dann quasi, ne? Ich weiß, dass ich ein Modul geschoben hatte mal.
war zu viel. Das habe ich nicht geschafft mit Arbeit nebenbei. Von den Stunden, das habe ich nicht geschafft. War zu viel. Ich habe nicht das Glück, dass meine Wohnung bezahlt wird. Deshalb. So. Fertigkeiten. Habe ich gerade gesehen. Das habe ich doch letztes Mal schon bekommen, weil ich jagen war, ne? Hätte ich das mal genommen. Falllimit. Ach, das brauche ich in dem Spiel nicht, oder? Haltbarkeitsverlust von Waffen ist auch eigentlich gut. Zusätzliche Rohstoffe hätte ich das mal genommen. Zweimal. Das habe ich nicht gesehen. Schuss. Ich gehe in Jagen hier. Deshalb, sonst wäre das auch schon durch, so wie die anderen Sachen. Das habe ich weggepackt. Was wollte ich hier noch machen? Die Bauhütte könnte ich jemanden dann reinpacken. Den einen Jäger vielleicht, weil ich war jetzt jagen, den ich dafür eh nehmen wollte. Diese ganzen Leute hier in der Elternzeit, ne? Ist es jetzt nochmal jemand mehr geworden? Jetzt sind es ja sieben. Jetzt sind es sieben. Ich krieg die Krise. Oh. Nee, ne? Ja, im Herbst ist hier nochmal jemand. Oh, nee. Da muss ich auf die Anzeige gehen, sonst sehe ich das nicht. Schenke ist klar, da ist niemand dran. Näherei ist klar, ist niemand dran. Werkstattschmiede, Küche. Muss ich mal bei der Küche rausnehmen. Gewinnung. Mine. Ach, die aus der Mine. Okay, das ist auch in Ordnung. Das ist vollkommen okay. Dann würde ich hier, weil die Mine halt ist eh, Eisenerz habe ich am Mast, da kommt da eh nichts hinterher. Die Person aus dem Einleger-Ding rausholen und dann was anderes umdenken. Hier, die war eh zu schlecht. Die habe ich doch nicht jemand Besseres organisiert. Hier, die Einsam. Ist sie jetzt rausgeschmissen? Nee, ne? Nicht rausgeschmissen. Das ist leichter. Und zwar in die Dingshütte. Aber meine Sachen fallen ja schon auseinander. Das wäre jetzt auch nicht besser, aber da ist mir echt sowas von egal, wie lange der braucht. Kein Werkzeug? Wieso kein Werkzeug? Ach, Hammer. Ach, muss er sich ja auch noch holen. Das ist ja gerade auf Pause. Ich wollte gerade sagen, ich habe wie viel? Da habe ich genügend eigentlich. Ich genügend Rohstoffe. Okay, Stroh fehlt. Packe ich gleich rein. Kann man mit Anwesenheitspunkten auch Fertigkeit skillen? Das wäre gut, ne? Dann wäre ich auch öfter da. Alles, was online geht, mache ich online. Alles. Alles, alles. Wisst ihr, was richtig schön ist, wenn du dann so richtig oldschool, alle anderen, weißt du, du siehst so viel Post von irgendwelchen Sachen, wo manche sagen, ja, mit ChatGPT habe ich das und das geschafft, ja. Weißt du, wie meine Uni ist? Alles auf Papier. Du darfst nichts benutzen. Wenn du gewohnt bist, weiß ich nicht, am Rechner zu schreiben oder schneller zu schreiben oder irgendwas anderes, alles auf Papier. Nichts anderes. Du hast zwei so Papier, das kriegst du dann, wenn es eine Blatt vollgeschrieben ist, und einen Stift. Noch ein Taschenrechner, je nachdem, was du schreiben musst. Ja. Und deshalb, bei manchen darfst du Aufzeichnungen benutzen. Das ist ja dann halb chillig. Also, oder sie sagen, du darfst dir so ein kleines Zettelchen schreiben mit irgendwelchen Sachen oder so. Das kontrollieren die aber, weil du darfst nicht alles raufschreiben. Bei manchen darfst du mehr Unterlagen benutzen. Und es gibt ja die Leute, die dann immer mit Steuerung F ihre PDFs durchsucht haben, weil du durftest es früher im Laptop oder so haben, ne, wo das noch nicht so allgemein bekannt war mit ChatGPT. Keine Ahnung. Die Leute. Irgendwann wissen auch die Uralt-Leute, dass es sowas gibt. Und dann kannst du ja schneller deine PDFs durchsuchen. Jetzt gibt es die Leute, die blättern Ewigkeiten darum, wo ich mir denke, du hast gar keine Zeit dafür, durchzublättern. Also ich habe da irgendwelche Markierungen bei mir in der Seite dran, aber trotzdem hast du dafür keine Zeit.
Aber du kannst leider auf so einem Papierteil mit Steuerung F selten Sachen durchsuchen, ne? Also ich habe das eh nie so gemacht, davon abgesehen. Aber das ist krass, ne? Ich habe so eine Uni, die ist ein bisschen anders. Viel Spaß. Da saßen da welche, wie, wir dürfen den Laptop nicht benutzen. Ich habe es ja vorher durchgelesen, ich wusste es. Es gab die Hälfte, glaube ich, oder so. Und die haben sich da nicht so ein extra Zettel oder sowas vorbereitet. Somit, weiß ich nicht, den wichtigsten Infos, so kleine Minischlagwörter oder so Definitionen oder so, keine Ahnung. Je nachdem, was es war. Aber ist auch immer unterschiedlich. Tablets von der Uni bekommen aber Klausuren auf Papier. Deine Abschlussklausuren waren 5 mal 5 Stunden und 80 Seiten handschriftlich. Das ist schlimm, ne? Das ist richtig schlimm. Ich hatte bei so einer anderen, die Ewigkeiten ging, ich war das nicht mehr so. Ich schreibe sehr viel. Also auch wenn ich lerne, schreibe ich das. Deshalb hatte ich quasi meine Kurzform Notizzettel, weil ich kann mir Sachen besser merken, wenn ich es aufschreibe. Aber du kannst meine Schrift auch irgendwann nicht mehr lesen, ne? Und du, das tut so weh. Sehnscheinentzündung incoming. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist schon mit einer rein. Oh Gott. Ja, ich lieb's. Nee, aber ich meine nur. Es ist krass, wie unterschiedlich das ist, je nachdem, an welcher Uni du bist, so generell. Weil es gibt welche, wo gar nichts ist, da wird gar nichts gemacht. Und ich habe mir so gedacht, ich bin an der falschen Uni oder am falschen Studiengang, kann auch sein. Das ist ja dann wieder manchmal so unterschiedlich. Schlimm, ne? Ah, ich wollte noch hier überprüfen, ob Hämmer drin sind. Ich habe die sagen, na, halt sind drin. Hat noch rübergeschoben. Naja. Aber ich muss dich lachen. Ich, die normalerweise gefühlt auf nichts vorbereitet ist, wusste sogar das. Ja, weil ich meine Zettelchen schreibe, wenn man welche haben darf. Ich wollte dem Duty eigentlich nochmal was geben. Und dann war das Dienstleistung. Die anderen Sachen. Ich habe das doch gerade da reingepackt. Einfach alles, bitte. Und, weil ich das gerade gesehen habe, dass das Strohgedöns jedes Mal alle ist. Ich habe das doch schon mal bei dem Grabungsschuppen alles geändert gehabt. Die wollen mich doch hier verkackeiern. Ja, vielleicht so und. Ach, ich weiß, wartet. Weil ich gewohnt bin, rauszugehen. Er fragt mich nicht nach der Bestätigung, ne? Doch, er hat gemacht. Hat geklappt, aber er fragt mich gar nicht. Sonst heißt es immer, willst du das wirklich? Und dann muss ich nochmal F klicken. Ah ja, gut. Eine Schüssel voller Weintrauben, die schmecken richtig gut von meinen Weinbergen. Ich habe hier nämlich Weintrauben, stimmt. Kein Hopfen, Weintrauben. Ich habe hier noch immer niemand eingestellt, ne? Für die Schenke. Ich habe keine Leute übrig. Ich muss warten, bis sie aus der Schwangerschaft raus sind. Und dann gibt es vielleicht hier. Aber erst aus denen, die aus der Elternzeit zurückkommen. Das klappt hier sonst alles nicht. Nee, ich finde, man muss ja nicht studieren, ne? Wenn man irgendwie was anderes richtig, wirklich gerne macht, ne? Oder auch ein Händchen dafür. Also ich finde nicht immer nur ein Händchen dafür hat. Man muss auch selber das gerne machen wollen. Dann ist das auch vollkommen okay. Die meisten, die ich kenne, sind eigentlich eher handwerklich begabt auch oder so. Finde ich auch leichter. Es gibt. Ich kann nicht, ne, so, wenn es so manche Sachen sind, da frage ich einfach nach und dann wird mir geholfen. Wie man das so macht, dafür macht man dann was anderes, ne? Da kriegt man so komische Fragen, was soll das hier in der Steuererklärung sein? Was soll ich da ausfüllen? Das steht doch da! Verstehe nicht, was da steht. So hilft man sich dann und dafür wird was anderes bei mir gemacht. Ich finde das ganz praktisch. Also immer so ein Geben und Nehmen, ne?
Hat der das jetzt hier aus? Ja, perfekt. Okay, ich krieg meinen Weizen nächstes Mal. Das hat er auch schon alles vorbereitet. Der ist quasi schon ready, um irgendwas anderes zu machen. Der hat ja immer richtig viel Freizeit bei mir, der Typ. Ich weiß nicht genau, wann er das Hopfenzeug da wegholen muss und wann er das andere Zeug schafft. Aber ich habe das erledigt. Ich will kein weiteres Haus bauen. Das stört mich. Ich möchte, dass sie aus der Elternzeit irgendwann wiederkommen. Das sind ja dann 7 Leute. Ich meine, die sind ja schon eins. Ja, nicht mehr so lang dauern. Ich 3 Leute, wenn die wiederkommen. Dann passt das auch so langsam, ne? Und selbst wenn dann die anderen noch in Elternzeit sind. Mehr Leute möchte ich gar nicht. Ein Dorf soll ja nicht so groß sein. Es ist ja schließlich so ein schnuckeliges Gebirgsdörfchen am See. Das passt doch ganz gut. Hat man den Regen hier drinne? Ich wollte nämlich gerade sagen, ich würde hier gleich weitermachen.